Hallo YouTube, wir sollten noch einmal reden. Und zwar über die Armbänder für die Apple Watch Ultra. Vor etwa 2 Wochen habe ich zum Edelstahl-Gliederarmband der Firma Bluestein hier auf meinem Kanal ein Video veröffentlicht. Ich verlinke euch das Video nochmal hier in der Infokarte. Mein Fazit zur Edelstahl-Gliederarmband war zunächst positiv. Leider hatte mein Armband nach etwa 2 Wochen Qualitätsprobleme bekommen. Ich habe mich dann entschlossen, das Armband zurückzugeben. Dazu habe ich den Support von Bluestein angeschrieben und mein Problem mit dem Armband geschildert. Mein Geld habe ich umgehend zurückgehalten, also es war unproblematisch. Als Alternative habe ich mich dann für das neue Bluestein Titanium Ultra Armband entschieden. Hier sind die entnehmbaren Gliederstücke mittels Stifte gesichert und lösen sich nicht mehr von selbst. Das Armband gibt es in 2 Designvarianten, einmal One und das Design 2. Die Bluestein-Titanarmbänder für die Ultra sind 220 mm lang, 26 mm breit und passen optisch sehr gut zum Apple Watch-Gehäuse der Ultra. Das Armband an sich ist aus Titan gefertigt und wiegt ungefähr 60 Gramm. Lediglich die Schließe mit Sicherheitsmechanismus ist aus Chirurgenstahl hergestellt. Die Länge des Armbandes kann ganz einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug gekürzt und somit auf dein Handgelenk angepasst werden. Ich nutze das Titanarmband jetzt schon mehr als 2 Wochen und die Qualität und Verarbeitung ist bisher sehr gut. Ich habe keine Probleme mit dem Armband und mit den entsprechenden Gliedern, die lösen sich jetzt nicht mehr und sind fest. Jetzt noch ein paar Bilder zum Armband und meiner Apple Watch. Kommentiert gerne und like das Video. Über ein Abo auf meinem Kanal würde ich mich sehr freuen. So kannst du kostenlos diesen Kanal unterstützen. Bis dann, ciao, euer Sascha. Thank you.